Hi Freunde, ich habe den nächsten Prospekt für euch. Es ist Linders, einmalig in Bad Saulgau. Für die Leute, die nicht wissen, wo es ist, das ist in Baden-Württemberg. Ja, dem Laden geht es wie gesagt einmalig. Hat im Moment einen Frühbestellerrabatt von 10%, also zuschlagen. Hinten ist noch ein Verkaufsschein, beziehungsweise Vorbestellerschein. Werde ich euch unten in der Beschreibung verlinken. Da fangen wir auch direkt mal an und verlieren keine Zeit. Falls ihr im Moment oder im Laufe des Videos irgendwas im Hintergrund klackern hört, das sind meine Mäuse, die laufen gerade wie verrückt durch ihr Laufrad, wenn sie mal zwischendurch Lust haben. Die werden jetzt nämlich gerade wieder sehr aktiv. Nur, dass ihr da Bescheid wisst und wir fangen direkt mit der Rio Grande an. 140 Euro, ein Verbund, 188 plus 180 Schuss. Sind wir bei 368 Schuss, Präzident Pyro. Würde ich eine Kaufempfehlung aussprechen für Leute, die so viel für Verbund ausgeben wollen, denn ist richtig geil. Ebenso für Kyoto, Kamura, Toxic Typhoon, Tsunami of Gold und Sumo Thunder. Alles super Teile, auf jeden Fall einpacken, wer so viel dafür bezahlen möchte. Ja, 6x19 Schuss, die Nachbarschaftsverbundfeuerwerk. Komischer Name. Ja, King of Jungle, 180 Schuss, 84 Euro. Drohnenkiller, 90 Schuss, 3 Batzen. 66, 66. Thunderblock 100, da würde ich lieber zur 3er VE Brutus greifen, die kostet auch so um die 26 Euro. All Inclusive 120, 20 Euro. Dann die Goldquake, ja. Lords of Willows 10 Euro, kann ich nichts zu sagen, kenne ich nicht. Ebenso wie die Skytripper, kenne ich nicht. Kaufempfehlung würde ich für die Power Pearls 192 und 100, nee, und die 96 nicht aussprechen, ja, also keine Kaufempfehlung. Das sind einfach nur Rölis und ein bisschen Crackling zwischendurch, ja. Dann Palms, Peony und Crown. Kaufempfehlung meinerseits. Super Teile, kann man nichts falsch machen. Selbst wenn man von dem Effekt nicht so begeistert ist. Für 3 Euro, da habt ihr dann nicht so einen großen Verlust. Crackle und Gold auf jeden Fall. Gold hat meiner Meinung nach den geilsten Effekt, die auf jeden Fall einpacken. Stehen lassen würde ich die Django, das sind nur Knisterkometen. Ebenso wie die Bella Maria. Spit it out für 20 Euro, die kenne ich nicht. Skepta Duo, das sind zwei Zerleger-Rölis. 12 Euro ist ein bisschen viel, greif lieber zu denen dann von Nico. Haben auch 5 Schuss und haben meiner Meinung nach das bessere Bouquet. Ja, denn ich hatte beide schon. Touch of Gold würde ich stehen lassen, 90 Sekunden, kleine Fontäne, ja. Guru Vulkan und Wolkenkratzer würde ich auch liegen lassen. Dann würde ich, wenn ihr einen Vulkan wollt und Lido oder Aldi in der Nähe habt, greift da zu den Bugano Vulkane, die für Vekoglibe gefertigt werden. Da seid ihr besser mit bedient. 6 Meter Steighöhe, der hier wohl auch. Ja. Sind aber besser die von Bugano, die für Weko gefertigt werden. Smoke Tubes, ein bisschen Rauch für die, die draufstehen. Stellaris, ja, ein bisschen Feuertöpfe, 6 Meter. Ne, Effekthöhe 10 Meter sogar. Ja. Wem es gefällt. Halleluja ist ein, ja, bisschen Röli mit Crackling. Lasst liegen den Kram. Dann haben wir hier verschiedene Rölis, römische Lichter XL15er, 10er und 20er. Hier haben wir ein 100er Rohr. Ja, dieses Rohr kann man auf jeden Fall, eigentlich für jedes Rohr eine Kaufempfehlung für die Leute, die drauf stehen. Denn hier habt ihr 10 Stück mit jeweils 12 Schuss für 3 Euro. Selbst wenn euch die am Ende nicht gefallen, ihr habt da keinen großen Verlust. Ja, wenn die euch nicht gefallen, das merkt man ja schon beim ersten. Dann zündet alle auf einmal, dann die überbleiben. Das kommt dann auch noch geil rüber. Seid ihr alle mal besser dran als mit so einem Teil hier. Wo ist das jetzt gewesen? Weiß ich nicht. Hier genau das Ding hier. Kommen wir zur nächsten Seite. Hier nochmal ein bisschen Bengalfeuer. Was jetzt fürs ganze Jahr bevorreden. Geiler Deutsch. Ja, also das ist das ganze Jahr über erlaubt. Böser Lehrer und böser Chef. Jeweils 2,49 würde ich liegen lassen. Kaufempfehlung spreche ich für die komplette Reihe aus. Für die Pyrocracker 5 Euro. Gibt es überall auch teurer. Gerade Komet, da kostet das Ding, glaube ich, 9 Euro schon fast. China Böller D 5 Euro. Klar, es gibt auch Schinken für 3,99, habe ich gesehen. Ich habe auch schon welche für 3,49 mal gesehen gehabt, aber das ist eher seltener. Definitiv eine Kaufempfehlung. Ich habe selbst noch hier einen halben Schinken oder ein Dreiviertel Schinken rumliegen. Kein Verpuffer bisher drin gehabt. Ich habe schon öfters Schinken gehabt. Für die, die sich jetzt fragen, woran ich das jetzt festmachen kann, wenn ich noch ein Dreiviertel über habe. Ja, Kaufempfehlung. Super Böller 2, ebenfalls eine große Kaufempfehlung. Sind auch deutlich lauter als die D-Böller.
Ich hatte da bisher auch immer gute Erfahrungen, definitiv einpacken. Dann die Lady Cracker auch einpacken. Es sind so kleine Knallteppiche, die miteinander verbunden sind, so wie die Weko, diese kleinen Mini-Knaller, die überall mit reingestopft werden, da die 30 Stück. Das ist so ungefähr das gleiche, nur dass die halt verbunden sind. Ist von Nico. Bulkpack von Leslie, also das Thunder Kong Bulkpack so rum. 32 kleine, ja, Bombo-Raptor da für 10 Euro, definitiv eine Kaufempfehlung. Ebenso die The King aus dem Hause Fire Event. Da aber drauf gucken, falls ihr den Laden habt, ob die nicht jetzt die aktuellen sind. Denn die aktuelle, die werden immer schlechter. Die erste und zweite Charge, die es gab, ich glaube 2015, 2016, das waren die geilsten und seitdem ging es halt immer schlechter bergab. Also bedingte Kaufempfehlung. Turbo Tubes kenne ich nicht. Lucky 8, das sind die Crackling Balls, die es auch im, wie heißt der, Norma gibt. Ich glaube auch für 2,49 oder 2,99. Kaufempfehlung. Dann für die, die gern testen, Kanonschlag, da riesen Bienenkörbe, warum auch immer Bienenkörbe, für 1,99. Ja, wie gesagt, für die, die testen, andernfalls bekommt ihr halt auch schon 6 Stück von Weko für den gleichen Preis bei Lidl. Thunder Cube geht das gleiche wie für die Kubis von eben. Liegen lassen auf jeden Fall die Reibkopfknaller, die werden jedes Jahr leiser und verpuffen immer mehr. Auch für 1 Euro, das ist ganz schwache Leistung da von Nico. Gleiches gilt für die Frösche. Aus welchem Hause sie sind, weiß ich nicht, aber erwartet dafür 66 Cent nicht so viel. Die werden wahrscheinlich auch größtenteils wie alle anderen, die man immer hat, verpuffen, knallen extrem leise oder hüpfen nicht oder machen was auch immer was, aber nicht das, was sie sollen. Dann Future Class ist eigentlich ein Klasse 1 Sortiment, soweit ich weiß. 10 Euro, 30 hier kleine Vulkane, Fontänen und sowas. Ist wie gesagt, glaube ich, Klasse 1 eigentlich. Auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Auch von Checkoff. Grüße an den Bürokollegen. Der hat das Ding auch des Öfteren schon empfohlen. Dann Turbo Turtles. Bedingte Kaufempfehlung. Sind halt aufsteigende Effekte mit hellgrünem Licht, wie es hier steht. Ja. Bei mir gehen die des Öfteren halt nicht hoch und bleiben am Boden. Ich weiß nicht, ob ich nur Pech hatte oder ob das öfter vorkommt. Dann habe ich eine Kaufempfehlung für euch für die Vampire. Das Zweierpack. Definitiv einpacken. Gleiche gilt für Moskitos. Entschuldigung. Gleiches gilt für die Moskitos. Ja, fliegen wie wild durch die Gegend. Da würde ich mich auf jeden Fall nochmal eindecken an eurer Stelle, wenn ihr drauf steht, weil ich habe so die Vermutung, dass die wohl bald verboten werden, gerade weil die unkontrolliert fliegen. Night Navigator einpacken. Luftpfeifraketen. Ja, sind halt kleine Luftheuler. Man kann natürlich den Stab abbrechen und die dann außer Hand schießen lassen. Also nicht, dass ich das schon gemacht hätte oder so. Ja, kann man mitnehmen. Dann haben wir hier Naughty Screamers. Kann man einpacken. Dann Super Skyhawk. Da weiß ich nicht, ob das Zerlegerraketen sind oder nicht. Sind es Zerlegerraketen, einpacken. Und sind es alles Shit-Raketen oder ein Großteil Shit-Raketen, lasst liegen den Kram. Da kann man sich auf YouTube noch informieren. Ich werde da auch gleich mal den einen oder anderen Artikel, den ich noch nicht kenne, anschauen. Skyburners. Ja, lasst liegen. Free Your Mind. Kaufempfehlung. Das müsste, glaube ich, das. Wie heißt es denn? Vom Sonderpreisbaumarkt. Oh Mann. Das ist auch das Pack mit 27 Raketen. Das kostet da, glaube ich, auch nur 13 Euro. Da war ich aber positiv überrascht von den Raketen. Wenn das das gleiche ist, auf jeden Fall mitnehmen. Dogfight kenne ich nicht, kann ich nichts zu sagen, aber 12 Raketen, 7 Euro. Ganz gut. Flytrap werden höchstwahrscheinlich keine Zerlegerraketen sein. Ja. Bella Ciao, keine Kaufempfehlung. Die Teile haben keinen Zerleger, die kommen einfach nur Shit-Effekt und der ist nicht mal groß. Hält nicht lange an, also liegen lassen. Es sei denn, ich hatte Pech mit meiner Charge, keine Ahnung. Aber lasst liegen. Ebenfalls liegen lassen die Night Drive. Ja, ihr habt 11 Raketen, da kann man pro Rakete ungefähr 1 Euro berechnen. Habt aber hier auch schon wieder Wunderkerzen, glaube ich, und Knallerbsen bis zum Anschlag drin, damit man auf die 245 Teile kommt. Kaufempfehlung ist das Stargazing. Ihr habt hier 7 Kugelkopfraketen mit geiler Ausbreitung, geile Effekte. Habt hier ein paar Röhlis noch drin, ein paar Knaller und andere Sachen. Ein bisschen Cut 1 ist, glaube ich, auch noch drin. Definitiv mitnehmen. Das Backyard Party kenne ich persönlich jetzt wieder nicht. Sollten aber Raketen ohne Zerleger und mit Zerleger, glaube ich, sein. Ja, ihr habt auch Cut 1 drin, ein paar Böller.
Ja, das gleiche geht für Fire Along. Da weiß ich auch nicht, da kenne ich die Raketen nicht, ob die jetzt einen Zerleger haben oder nicht. Aber für die Kleinen unter euch oder für die Heranwachsenden kann man das auf jeden Fall mal mitnehmen, um denen eine Freude zu machen, damit sie auch was selber zünden dürfen. Chili Pepper Family Pack, das gleiche wie zu dem anderen Pack, gerade Fire Along. Dann Kaufempfehlung für die Leute mit kleinem Budget ist das Party Rock Family Pack. Selbst wenn die Raketen keinen Zerleger haben, für 366, da kann man nicht viel erwarten, aber ihr habt da eine gute Mischung. Ihr habt leider auch Knallerbsen drin, ihr habt ein Röhli drin, ein paar Böller und andere Sachen. Fünf Raketen, kann man nichts falsch machen. Dann haben wir hier ein bisschen Cut 1, das ist eher uninteressant. Ja, Fireballs, die kann man sich nochmal mitnehmen. Die sind eigentlich ganz cool. Ja, Table Bomb, Crazy Panda, Vulkane, weiß ich nicht, wie gut die sind. Aber Dreierpack 250 kann man mal mitnehmen, wer was mag. Zimmerfontänen, Knallteufel, ja, Knallkraut, jo. Riesenknallteufel und Knallerbsen nochmal. Ja, da braucht er nicht viel erwarten. Dann haben wir hier noch den angesprochenen Bestellschein. Hier nochmal die Information, dass es einen 10% Vorbestellerrabatt gibt. Ab dem 29.12. könnt ihr dann eure Bestellung abholen oder in diesem Umkreis ausliefern lassen. Kontaktlos und gratis. Die Lieferung natürlich nicht das Sortiment. Ja, und hier habt ihr dann nochmal den Bestellschein mit den Preisen. Würde ich auf jeden Fall zuschlagen, wenn ich den Laden in der Nähe hätte. Wie gesagt, der ist in Baden-Württemberg. Und dann bedanke ich mich bei euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Lasst ein Abo da, lasst mir eine Bewertung da und am wichtigsten, lasst mir einen Kommentar da, denn so weiß ich, was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Dann bis zum nächsten Mal und noch viel Spaß.